Hallo und herzlich willkommen zur Folge 11 von Let's Play Sims 4 Strangerville. In der letzten Folge haben wir sozusagen die Wurzel des Problems gefunden. Und wir sind gerade hier, um so ein bisschen nochmal Energie aufzubauen und diese Sachen. Und dann gehen wir wieder zurück. Und wir müssen wahrscheinlich Sims finden, an denen wir unseren genialen Impfstoff testen können. Warum lässt sich das nicht mehr entfernen hier mit den Rachen? Das möchte ich gerne mal wissen. Ja, wir sind ein bisschen stinkig und so, aber also im Sinne von, wir riechen nicht gut, aber ja. Ich dachte erst, wir könnten die beiden mitnehmen und noch Ted. Aber anscheinend brauchen wir halt wirklich Sims aus der Stadt, die verrückt sind, an denen wir den Impfstoff testen können. Und das sind die beiden ja jetzt weder noch. Aber ich bin immer noch dafür, wir finden auf jeden Fall Ted. Weil Ted muss natürlich. Ted ist der Joffrey dieses Let's Plays, so im Prinzip. Aber warte, ich klicke immer auf dich, deswegen funktioniert das nicht. Ich verstehe. Okay. Warte, nicht lustiges Geschenk geben, dafür musst du aufstehen. Ah, zu spät. lustige Gesichter schneiden kannst du mal machen. Schön, dass ihr euren Humor nicht verliert. Und gebrannt hat letzte Folge auch noch. Ja, Vanessa geht wirklich dahin, wo es mega gefährlich ist. Und was ist mit ihr? Setzt das Haus in Brand. Ja, das ist das Gefährliche. So, wenn du damit fertig bist, kannst du dann hier danach auch mal die Ranken entfernen. Du kannst ruhig weiter duschen, Schatz. Dich könnten wir mitnehmen. Dich sehe ich auch viel. Immer ein Auge drauf halten, dass wenn Ted vorbeikommt, ne? Wir Ted mitnehmen. Du bist aber nicht Ted, ne? Nee. Spiel spielen Sims Forever. Das würde ich auch machen am Weltuntergang. Sims spielen. Ich glaube, das ist Ted. Ja. Weißt du, würdest du vielleicht bitte Ted aufhalten, bis wir soweit sind? Da wäre ich dir sehr verbunden, weil Ted wollen wir dabei haben. Nicht, dass er uns wegläuft. Wenn du fertig geduscht bist, kannst du auch mal hier hinkommen. Da reden wir auch mal mit Ted. Ja. Ich finde, Ted ist so angezogen, als könnte er vielleicht der Sheriff sein eigentlich. Akzeptiere ihre Geschenke und alles wird gut, hat er gerade gesagt. Umarme die Mutter und sie schenkt dir Frieden. Das klingt so ein bisschen suizidal, wenn wir jetzt wissen, was die Mutterpflanze ist. Okay. Pass auf, du hast genug geduscht. Du redest jetzt bitte mit Ted. Und sie vielleicht auch. Sie habe ich auch schon häufiger hier gesehen. Warum haben wir uns selbst eigentlich keinen Impfstoff gemacht? Ich meine, ich weiß, weil wir den Anzug haben, aber halt trotzdem. Halt! Haben wir schon an einem getestet? Nee. Ach Mist, Ted. Was soll denn das? Okay, dann impfen wir jetzt erstmal sie. Freunde werden mit Ted. Das finde ich aber auch.
Madam, du bist creepy. Der Impfstoff scheint eine Reaktion ausgelöst zu haben. Konnte die Infektion aber nicht komplett besiegen, probiere ihn an einem besseren Sim, anderen besessenen Sim aus, um die Wirkung zu überprüfen. Jetzt müssen wir noch daran arbeiten, wie der. Wir laufen jede Menge besessene Sims rum. So viel Impfstoff haben wir aber auch nicht, oder? Brauchen wir auch jedes Mal Impfstoff auf? Ja. Ach, verdammt. Okay, der hat auch nicht so ganz funktioniert. Testen wir es an ihr auch noch. Dann machen wir das nächste Mal mal mehr Impfstoff als nur drei. Hurra! Der Impfstoff. Die. Das weiß ich aber nicht. Warte mal. Eureka, der Impfstoff scheint die Infektion zu besiegen. Geh zurück zum Geheimlabor, um Impfstoff gegen Infektion am. Also der hat gerade funktioniert. Aber das sehe ich ja jetzt hier nicht so richtig, ne? Okay. Aber letztendlich heißt das, wir müssen mehr Material für den Impfstoff besorgen. Wenn du jetzt hier nochmal mit den Pflanzen sprichst, zieh mal bitte deinen Schutzanzug an. Nur so als Vorsichtsmaßnahme. Dann kannst du die Pflanze hier mal pflegen, dann ernten wir noch so ein bisschen. Kannst du hier mal die Frucht ernten? Lernst du hier gerade Gartenarbeit oder was leuchtet da bei dir? Kannst du ja auch mal bizarre Frucht ernten? Ich gucke hier gerade mal nach den anderen Sims. Liebes, du kannst vielleicht mal duschen gehen. Und danach kannst du hier mal. Na, warte, wo bist du jetzt gerade eigentlich? Ach, da. Du kannst vielleicht gerade auch mal hier säubern, bitte. Und da wieder nach Hause gehen. Okay, du hast das gerade geerntet. Und dann gucken wir mal, ich nehme mal mehr als drei, weil wir wissen ja nicht, wie viel wir wirklich brauchen, bis es nochmal irgendwo wirkt, wisst ihr? Ich nehme einfach mal mit, was ich kriegen kann, sozusagen. Ja, nee, das sieht nicht gut aus. Nicht so richtig, ne? Ich habe gerade Probe genommen. Oder? Eine Objektträgerprobe? Das
habe ich denn da gemacht? Ach, Mikroskop, das ist wahrscheinlich eher, weil wir, weil wir eine höhere Gartenarbeitsfähigkeit haben, als wegen irgendwas anderem, ne? Du kannst auch noch mal ein bisschen spielen, wenn du möchtest. Dann geh auch du noch mal heim, Liebes. Möchtet ihr beiden vielleicht hier mal rübergehen? Oh Mann, hier sind so viele Katzenhaare auf dem Bett, oder? Oder ist das Muster? Kratzer reparieren, oh mein Gott. Das sind alles Kratzer. Genau, ihr beiden hier nochmal hingehen zusammen und dann könnt ihr mal irgendwie mal ein bisschen zweisame Zeit haben, ne? Nachdem jetzt alles immer so furchtbar ist, aber es ist ja Weltuntergang, man weiß ja nicht, wie viel Zeit man noch hat und ja, mach das mal. Du kannst nachher auch nochmal duschen, kannst das Katzenklo mal säubern, auffüllen und schlafen. Könnt ihr mal goldig miteinander sein? No. Okay, eigentlich musst du aufs Klo. Und Mrs. Hudson guckt uns einfach so zu. Ewige Liebe erklären können wir auch mal. Warte mal. Bevor du damit fertig bist, dann husch noch mal schnell aufs Klo. Dann kannst du danach wiederkommen. Vanessa flirten. Ja, das machen wir gleich. Mareike küssen. Machen wir danach. Genau. Also, wir bauen jetzt hier ein bisschen Bedürfnis auf. Dann fahren wir zum Labor. Scannen da noch mehr, weil ich scanne nur noch im Labor. Das ist Schwachsinn, das hier zu machen. Da hat man viel mehr an Sachen, die man tatsächlich aufsammeln kann. Dann fahren wir wieder zurück, impfen noch mehr Leute, dann kommen wir zurück mit unserem Team und dann zerstören wir die Pflanze. Das ist der Plan. Guter Plan. So machen wir das. Okay. Ich dachte, jetzt geht das recht schnell, weil wir den Wirkstoff schon, also weil wir den Impfstoff eben schon hatten und so, aber das dauert jetzt ja doch alles irgendwie anscheinend etwas länger. Oh, ich glaube, ich weiß, warum Mareike das nicht machen konnte, weil sie zimperlich ist. Vielleicht konnte sie die Sachen deshalb nicht entfernen. So ein schlechter Kuss, dass du das so machen musst. Na. No. Zuneigung ausdrücken könnt ihr mal. Ihr seid beide mega angespannt, deswegen lasse ich euch jetzt direkt das Techtelmechtel machen. Dann seid ihr danach vielleicht etwas weniger angespannt. Da könnt ihr danach nochmal goldig sein. So als Idee. Guck, ist sie auch dafür, ne? Das dachte ich mir. Gut, dass wir nicht von Anfang an ein super schönes Haus hätten. Da sähe das jetzt alles doch irgendwie widerlicher aus. Kannst du vielleicht vorher noch versuchen, hier das zu entfernen? Er beschwert sich, aber ich glaube, er macht das. Sag mal, warum duschst du nicht mit dem Vorhang zu? Kein Wunder, dass hier Wasser ist, wenn du den Vorhang nicht zumachst beim Duschen. Wofür hat man so einen Vorhang? Typisch Mann, meine Güte. Weil ich glaube, das ist bei den Frauen hier auch so, bei dem Objekt, das ist einfach so. Guck, und euch geht's besser. Meine Güte, hier fliegen so viele Pollen rum.
kannst dann noch mal ein bisschen schlafen, ne? Du hast ja jetzt schon ein paar Tage lang nicht mehr geschlafen. Ich meine, das merkst du nicht, aber stimmt trotzdem. wir gehen zur Arbeit gleich. Du kannst zu Hause arbeiten, weil du hast deine. Bei deinen Bedürfnisse sind noch schlechter, ne? Warum habe ich das gesagt? Ich dachte irgendwie, bei dir wäre alles okay soweit. Dann geh einfach mal direkt schlafen. Du hast nur noch ganz wenig Zeit, Schatzi. Warte, was ist denn hier eigentlich bei dir? Kannst du noch nicht mal so einen Aufwachtrank kaufen? Ich habe das Gefühl, die Blitze da drin sind neu. Ich habe das Gefühl, die waren vorher nicht drin. Wisst ihr? Es ist kein Zustand, um zur Arbeit zu gehen, aber du gehst trotzdem zur Arbeit. Was sollst du heute machen? An Trainingsgeräten. Oh. Ich glaube, das machen wir nicht. Es gibt wichtigere Dinge im Moment als Trainingsgeräte. Dann kannst du gleich auch mal Reste nehmen. Und dann fahren wir danach auch wieder los. Du schläfst nie aus. Ich lasse dich nie ausschlafen. Wir fangen heute nicht damit an. Kannst du jetzt hier mal was frühstücken? Mit Mareike verloben. Ja, bevor wir losfahren, nachher vielleicht sogar. Also nach dem Motto, wenn das alles vorbei ist, möchtest du meine Frau werden. Ist das süß? Guck, das ist so beim Weltuntergang. Kommen sich alle Leute näher, weil sie denken, sie haben keine Zeit mehr. Ist das nicht auch im letzten Teil Harry Potter so? Das, also, Spoiler Alert, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, aber halt auch wenn ihr es noch nicht gelesen habt, was tut ihr? Wo Bill Fleur heiratet und Molly Weasley dann so ist nach dem Motto: Oh, jetzt wo irgendwie alles so unsicher ist, überstürzen die Leute alles und so und irgendwie lasst euch doch noch Zeit und halt aber keiner weiß, ob es später noch gibt und so. Und dann sagt irgendwie jemand zu ihr so: Molly, bei dir war das doch genauso, als du Arthur geheiratet hast. Und sie sagt irgendwie so: Das war was ganz anderes. Und daran erinnert mich das gerade. So, Liebes, möchtest du vielleicht mal hier zur Toilette gehen? Und dann, ganz ehrlich, die Welt geht unter. Du bist angespannt davon, dass es gebrannt hat. Das machen wir heute nicht. Wenn du fertig gegessen hast. Komm, kannst du hier mal gerade, zumindest bei zwei Sachen, die Ranken entfernen? Deine Liebste hier, die schafft das nicht. Ach, der sieht nur komisch aus. Ich dachte gerade, das wäre der Postbote und dachte irgendwie, das ist natürlich schlecht. Wenn die auch nicht zurechnungsfähig sind. Guck, nur für Mareike machen wir das. Gehen wir mal hier hin. Ich würde ja eigentlich jetzt gerade irgendwo hingehen, wo es romantisch ist, aber Vanessa heiraten. Halt, im Moment ist ja alles verseucht, da geht das nicht. Okay, Liebes. Stell dich mal bitte hier hin. Und dann, liebe Vanessa, kannst du mal noch einen Heiratsantrag machen. Oh, warte. Nach dem Tag fragen. Das können wir auch mal machen. Okay, wir fragen nach dem Tag und danach geht's auf zum Labor.
Impfstoff herstellen, Impfstoff herstellen. Okay, fahren wir hier hin. Alleine. Okay. Oh, ich glaube, es ist inzwischen dunkel geworden draußen. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ich war so im Spiel irgendwie. Ich hoffe, ihr seht mich noch. Ich habe jetzt noch die Straßenlaterne, die Schreibtischlampe auf mich gerichtet. Aber es kann sein, dass das ein sehr gruseliges Licht ist. Aber dann passt es ja zum Let's Play. Tja. Ich spiele 5 Stunden die Sims 4. Ach, Schatzi, da bin ich aber gut drüber. Geh mal hier nach unten. Dann kannst du mal hier scannen. Zieh auch mal deinen Schutzanzug an. No, Mareike Knuddeln hat sie da als Wunsch. Fünf pro Impfstoff brauchen wir, ne? Ich glaube schon. Das sind 5, das ist gut. Scannen wir noch einmal und dann machen wir nochmal einen neuen Impfstoff und dann können wir zur Not auch immer nochmal scannen. Also ich würde eigentlich gerne ein bisschen mehr Impfstoff machen, als wir unbedingt brauchen. Okay. Silas ist zu Hause. Guck mal, wie flott sie das macht. Okay, einmal haben wir. Einmal haben wir. Ja, soll ich noch mehr machen? Ist vielleicht besser, ne? Ja, ich glaube, wir machen nochmal danach. Aber erstmal kannst du nochmal zur Toilette gehen, Liebes. Oh, warte, geh da. Das ist noch sozusagen pflanzenfrei. Kannst du da auch hin? Ja. Genau, dann geht da. Dann kannst du danach nochmal scannen gehen. Wir müssen danach ja eh nachher nochmal heimgehen und so. Wie viele Früchte haben wir denn jetzt noch? Noch 2. Das heißt, wir können noch 2-mal scannen. Aber wir müssen noch gar nicht nochmal scannen. Ich dachte jetzt, wir bräuchten so viel an Impfstoff. Dann kannst du das hier alles mal einsammeln. Wir bräuchten eher mehr Früchte als das. Okay, brauchten wir nur 3? Pro Impfstoff? Ich dachte, wir brauchten mehr. Okay, naja. Egal, mir soll es recht sein. Oh, draußen geht die Welt unter. Lalalala. Zumindest hat sie sich verlobt heute. Das ist etwas, worüber man sich freuen kann.
Hast du noch einen Anzug hier drin? Ich glaube es ja eher nicht. Bärennacht, nee. Wenn es eine Sache gibt, die uns gerade nicht interessiert, dann ist es die dämliche Bärennacht. Guck mal, einmal schaffst du noch, dann kannst du wieder heimgehen, Liebes. Guck, wir waren noch fast den ganzen Tag hier. Ja, okay. Sehr schön, ich bin stolz auf dich. Gut, dann kannst du wieder nach Hause gehen, dich ein bisschen ausruhen, noch ein bisschen Zeit mit deiner Liebsten verbringen und dann testen wir den Impfstoff auch nochmal. Und da schauen wir mal. Genau, wir sind hier. Und Liebes, du kannst dann mal duschen gehen. Wie geht's euch jeweils? Guck mal, du bist zwar am Grillen, aber du musst nicht aufs Klo. Ich bin so stolz auf dich, Silas. Was möchtest du hier? Ja, genau. Ich würde sagen, also ich finde es zwar süß, dass die beiden jetzt heiraten wollen, aber ich würde sagen, das ist irgendwie sowas als schöne Abschlussfolge, wenn wir die Welt gerettet haben, wenn wir dann alle noch leben, im Idealfall. Das machen wir dann, würde ich sagen. Und jetzt nicht vorher, weil da würde ich mir schon gerne ein bisschen Zeit für nehmen und das irgendwie nett machen und nett gestalten. Und ja, machen wir das so. Gut, dann was für eine Folge. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich beende die Folge hier. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao!